kommen ganz spezielle Modelle zum Einsatz. Ich kann spezielle Materialien sägen, Panzerglas zum Beispiel, Stahl und so weiter, kann ich bis zu bestimmten Größen, Nagel kann ich ganz einfach durchtrennen. Erfolgsgeschichte Kettensäge. In Deutschland erfunden. Und noch heute sitzt der Weltmarktführer in Baden-Württemberg. Winterberg in Nordrhein-Westfalen. Hier findet heute die deutsche Meisterschaft der Sportholzfäller statt. Timber Sports nennt sich das Ganze. Kettensägen sind hier Sportgeräte. Und er ist einer der ganz Großen in der Szene, Robert Ebner. Der 31-Jährige ist bereits mehrfacher deutscher Meister. Mit der Säge habe ich dieses Jahr einen Weltrekord geschnitten. Also 3 Scheiben, 46 cm Durchmesser in 5,23. Und ja, so eine Zeit wäre natürlich heute wieder spitze. Diese Säge ist nur für den Sport hergestellt. Spezialanfertigung, 30 Kilo schwer, Kettengeschwindigkeit von 300 km/h. Eigentlich alles Eigenbau und ja, einfach alles auf Schnelligkeit getrimmt. Bereits seit 10 Jahren ist Robert Ebner regelmäßiger Favorit bei nationalen und internationalen Meisterschaften. Sein härtester Konkurrent, Dirk Braun. Amtierender deutscher Meister und damit Titelverteidiger. Ich glaube, dass ich es noch kann, deutscher Meister zu werden. Und wenn ich einen 8. Titel gewinnen könnte, wäre natürlich super. Und es ist ganz einfach, Zweifler gewinnen nie und Gewinner zweifeln nie. Und ich will gewinnen. Machen wir zuerst die große, kleine. Bevor der Wettkampf beginnt, werden die Motorsägen der Sportler noch einmal genauestens überprüft, ob die Eigenbauten auch den Sicherheitsvorschriften entsprechen. Denn bei der sogenannten Hot-Saw-Disziplin sind die Sägen allesamt getunte Spezialanfertigungen und strotzen damit nur so vor Power. Im Gegensatz zu handelsüblichen Modellen mit 5 bis maximal 10 PS bringen es die Hot Saws auf stolze 60 bis 70 PS. So viel wie mancher Kleinwagen. Es fordert eigentlich Sportler alles ab, weil 70 PS zu halten und damit sehr präzise umzugehen, ist nicht ganz ohne. Und hier sind die besten 10 deutschen Athleten und die müssen das drauf haben. Die haben es auch drauf. Jahrelanges Training mit der Kettensäge ist dafür Voraussetzung. Dirk Braun trainiert 4-mal die Woche seit 13 Jahren. Das soll sich heute auszahlen. Wir haben schon untereinander Konkurrenzdenken, gerade auch zum Wettkampftag hin, ist schon, dass jeder gewinnen will, ist klar. Robert Leistungen waren jetzt über das Jahr durchschnittlich, sag ich mal. Er hat noch nicht so die Topform gezeigt, die er eigentlich schon mal hatte. Deswegen wollen wir mal schauen, wie es heute ist. Es sind 20 Jahre Unterschied fast zwischen uns und deswegen muss man mal schauen, wie es wird heute. Nicht jeder der Athleten kann auf so viel Erfahrung zurückblicken. Stefan Ottwarka ist erst seit kurzem dabei. Der Motorsägensport ist für ihn ein richtiges Abenteuer. Wenn man das erste Mal mit der Hot Saw schneidet, das Ding ist laut, das Ding vibriert in der Hand, das Ding ist schwer, das Ding stinkt, aber es macht Riesenspaß. Die Kettengeschwindigkeit dieser Hot Saw beträgt 240 Stundenkilometer. Ihr Gewicht rund 30 Kilogramm. Für die Arbeit im Wald eignet sich diese Säge also nicht. Sie ist ein reines Sportgerät. Die hat keine Kühlung, die Säge. Und würde sofort kaputt gehen, wenn der Schnitt länger dauern würde. Bei uns dauern die Schnitte, ich sag mal, zwischen 6 und 8 Sekunden. Und dann muss man die Säge ausmachen, dann muss die wieder abkühlen. Weil sonst, wenn die länger laufen würde, würde sie überhitzen und würde sie zerstören. Ohne das Fachwissen und Übung ist der Umgang mit diesen Maschinen extrem gefährlich. Damit nichts passiert, dürfen bei den Timber Sports ausschließlich Profis teilnehmen, die wissen, worauf es ankommt und wie man sich schützt. Ich weiß ganz genau, was ich mache. Da geht es um sehr, sehr viel Training. Wir haben auch diese einzelnen Trainingslager und da sind dann die Trainer und sagen, okay, du darfst jetzt einen Schritt mehr machen, du darfst ein Standing machen. Das ist immer unter Beobachtung. Immer ganz, ganz langsam rangeführt. Und ich habe es immer selbst in der Kontrolle, ob ich mir wehtue oder nicht. Spezielle Schutzkleidung ist bei der deutschen Meisterschaft der Sportholzfäller Pflicht. Wird sie nicht angelegt, wird man sogar automatisch disqualifiziert. Für die Sägedisziplin haben wir Schlittschutzhose und Augenschutz
Und natürlich Ohrenschutz braucht man auf jeden Fall. Bevor es auf die Bühne geht, findet das Briefing der Sportler statt. Die Schiedsrichter erklären noch einmal die Regeln des Wettkampfes. Insgesamt gibt es 6 Disziplinen, davon 2 mit der Motorsäge. Die restlichen Wettkämpfe werden mit Äxten oder einer Zugsäge ausgeführt. Bei jeder der Disziplinen kommt es auf die Schnelligkeit an. Und dafür braucht es neben Kraft auch immer Konzentration und Präzision. Ihr könnt in jeder Disziplin 10 Punkte erreichen. Wenn ihr eine DQ bekommt, dann sind es eben 0 Punkte. Ein DQ, also eine Disqualifizierung, das will hier niemand. Die Anspannung steigt. Vor der Bühne haben sich bereits rund 2000 Zuschauer eingefunden. Zwar stammen die Timbersports ursprünglich aus den USA, aber auch in Deutschland hat sich inzwischen eine Fangemeinde entwickelt. Neuling Stefan Odwarka macht sich für die Stocksaw bereit. Hier müssen die Sportler in einer Abwärtsbewegung und einem Aufwärtsschnitt 2 möglichst gleichmäßige Scheiben abschneiden. Insgesamt maximal 10 cm. Von einer neuen Rekordzeit ist Odwarka mit 12,38 Sekunden weit entfernt. Das Holz war ein bisschen speziell. Ich habe ein bisschen zu viel gedrückt. Wenn man zu viel drückt, geht die Drehzahl von der Maschine runter. Die Kette haut weniger Holz raus und man braucht mehr Zeit im Schnitt. Und das hat mich jetzt bestimmt von meiner Bestzeit 1,5 Sekunden gekostet, was viel ist in der Disziplin. Ob es bei den Kettensägenmeistern besser läuft? Titelverteidiger Dirk Braun wärmt sich bereits auf und auch sein härtester Konkurrent Robert Ebner macht sich bereit für die Stocksaw. Da geht es jetzt um alles, mehr oder weniger. Da kann man sehr viel verkehrt machen. Und ich hoffe, dass ich meine Zeiten von vorigen Cups bestätigen kann. Also, und dann sehen wir weiter. Aber jetzt muss ich schon auf. Die Anspannung ist groß. Im Leben der Athleten dreht sich beinahe alles um die scharfen, lauten Maschinen. Kettensägen als absolute Leidenschaft, das verbindet die Sportler. Doch jetzt heißt es: Dirk Braun gegen Robert Ebner! Im Wettbewerb treten immer 2 Athleten gegeneinander an. Bevor sie 2 Scheiben runtersägen, müssen beide Hände am Holz anlegen, bis der Startschuss ertönt. Wer am schnellsten sägt, gewinnt. Nur eine Hundertstel Sekunde liegen die beiden Favoriten auseinander. Derart zeitgleiches Sägen, das passiert selten. Deshalb wird hinter der Bühne noch einmal nachgemessen. Wer wirklich schneller an der Stocksaw war, das sollen nun Kamerabilder entscheiden. Beide Ergebnisse sind gültig, aber Dirk Braun war schneller. Die Kamerabilder haben bewiesen, Robert Ebner war einen Hauch langsamer. Doch der Sportler trägt es mit Fassung. So eng, das war echt verdammt eng. Und, so ist es einfach. Jetzt habe ich 2 Punkte im Stock zurückgestanden. Jetzt ist er direkt ein Punkt vorne. Und jetzt müssen wir halt mal schauen, wie es weiterläuft. Titelverteidiger Dirk Braun dagegen freut sich, dass er den jüngeren Konkurrenten noch einmal abhängen konnte. Der alte Mann ist vorne, genau. Immer noch. Ist immer noch schön, wenn man die Jungs ein bisschen ärgern kann. Im gehobenen Alter. Und gleich das Hotsaw-Duell. Wer wird am Ende deutscher Meister? Morgens um 8 in einem Forst in Schleswig-Holstein. Baumfäller Jan Mathiesen und sein Mitarbeiter sollen ein Waldstück roden. Du wolltest
Dank der PS-starken Kettensägen braucht der Holzfäller für den Job nur 2 Mann, obwohl Dutzende Bäume fallen sollen. Es war früher so, dass wesentlich mehr Leute in einer Kolonne waren. Heute ist man zu zweit, auf alle Fälle zu zweit, also nicht weniger als 2 Leute. Aber früher in der Lehre zum Beispiel, mein Altgeselle hat mir erzählt, dass die so in den 50er Jahren mit fast 25 Mann im Wald waren. Bei Rodungen heißt es für den Forstwirt, Masse ist Klasse. Keine komplizierten Einzelfällungen, sondern Einschlag im Minutentakt. Wir kriegen den Einschlag eben nach Menge bezahlt. Also nur das, was ich auch wirklich auf die Seite lege, das kriege ich auch dann in Geld bezahlt. In diesem Fall sollen die Kettensägen kurzen Prozess mit einem Nadelwald machen. Verschwinden werden alle Lärchen auf einem mehrere Quadratkilometer großen Waldstück. Auftraggeber der Rodung ist eine Umweltschutzorganisation. Wie passt das zusammen? Es geht hier um einen Umbau. Hier soll also von Nadelholz auf Laubholz umgestellt werden. Die Zielsetzungen dieser Naturschutzstiftungen sind eben so, dass man sagt, man möchte eben kein Nadelholz haben, weil für Schleswig-Holstein typisch ist eben Laubwald. Und Lärchen gehören hier einfach vom natürlichen Verbreitungsgebiet nicht hin. Deshalb gibt es nur eine Lösung. Die Nadelbäume müssen weg. Darunter sprießen bereits Laubbäume, die sich über das neue Sonnenlicht freuen. Die Lärchen werden hingegen abgeerntet wie reifes Korn auf dem Feld. Dazu schneidet Mathiesen zuerst die Wurzelansätze an den Seiten ab. Damit der Stamm unten ein bisschen schmaler ist für die Fällung und auch für die Weiterverarbeitung, dass er zum Beispiel beim Sägewerk in die Schälmaschine reinpasst, dann muss ich eben diese Elefantenohren unten abschneiden. Binnen Sekunden frisst die Kettensäge einen Fallkeil in den Stamm. Damit steht die Richtung fest, wohin die Lärche fallen soll. Ich muss doch mal Säge schärfen. Die ist doch nicht ganz hundertprozentig scharf. Die Sägeketten für den Waldeinsatz bestehen wie eine Fahrradkette aus Gliedern, die von einem Ritzel angetrieben werden. Oben sitzen die Zähne aus Stahl, die das Holz abhobeln. Kettensägen müssten deshalb also eigentlich Kettenhobel heißen. All das passiert in Bruchteilen von Sekunden. Mit scharfer Kette steht nun der Rodung nichts mehr im Weg. Hier versteht man, warum Motorsägenliebhaber wie Jan Mathiesen ihre Werkzeuge auch liebevoll Fichtenmoped nennen. Mit rasanter Geschwindigkeit fegen die Kettensägen durch den Wald. Was in Jahrzehnten gewachsen ist, fällt in Sekunden. Schneid die anderen beiden schon vor, dann kannst du den schon mal entasten. Ja. Bei solchen Rodungsaktionen sind kleine Allround-Motorsägen das Werkzeug der Wahl. Für den Sägeprofi müssen sie bestimmte Kriterien erfüllen. Sie muss eben kräftig sein, kräftig genug, aber auch nicht zu schwer sein. Weil jedes Kilo, was die Säge zu viel hat, oder jedes Gramm, musst du halt den ganzen Tag schleppen. Das ist das Problem dabei. Waldarbeiter Mathiesen bevorzugt deshalb unkomplizierte Oldie-Sägen statt moderner Hightech-Modelle. Beim Weltmarktführer für Motorsägen sieht man das freilich anders. Filmen ist hier streng verboten. Wir bekommen eine Ausnahmegenehmigung. Die Fabrik in Waiblingen in Baden-Württemberg ist Hightech. Automatische Gabelstapler fahren führerlos, versorgen die Fließbandarbeiter computergesteuert mit Bauteilen. Der erste Schritt in der Fertigung einer Motorsäge ist die Hochzeit zwischen Kurbelwelle und Gehäuse. Produktionsleiter Sven Hellerich sieht nach dem Rechten. Das hier ist unsere Kurbelwelle, besteht aus dem Kolben der zweiteiligen Kurbelwellen, alle eigene Teile. Die Kurbelwelle wird hier im Werk wenige Kilometer von hier in Waiblingen hergestellt. Die Kurbelseiten beide aus unserem Fertigungswerk in Prüm in der Eifel, wie der Kolben aus unserem Werk in Virginia Beach in den USA. Als nächstes montiert eine Angestellte das Herzstück des Gerätes, den 50 Kubikzylinder, der für 4,1 PS sorgt. Doch Menschen montieren hier nur vor.
Als nächstes folgt die Kontrolle durch einen Prüfroboter, denn Menschen sind fehlbar. Wir prüfen hier die Dichtigkeit der Maschine, indem wir alle relevanten Öffnungen zumachen, einen Druck draufgeben und innerhalb einer gewissen Zeit muss der Druck dann gehalten werden. Es ist ganz wichtig, dass wir hier eine saubere Anlagefläche haben, dass wirklich komplett dicht gehalten wird. Das könnte ein Mensch in dieser Form jetzt nicht leisten. In der nächsten Station folgt der Einbau der speziellen elektronischen Zündung. Denn eine Motorsäge muss bei jedem Wetter zuverlässig anspringen. Besonders ist auch dieser Ring, die Fliehkraftkupplung. Ohne sie würde sich die Kettensäge schon beim Standgas drehen. Doch erst wenn man Gas gibt, verlagern sich Gewichte nach außen. Die Kupplung greift. Noch vor der nächsten Computerprüfung verbaut ein Angestellter den Antivibrationsgriff. Ohne diesen wäre ein längeres Sägen für den Waldarbeiter unmöglich. Als letztes folgt der Vergaser. Den liefert der Weltmarktführer übrigens auch an die Konkurrenz. So haben die meisten Motorsägen weltweit das gleiche Modell verbaut. Langsam entsteht eine Säge. Ja, man kann schon erkennen, dass das Ganze mal eine Säge gibt. Das Griffgehäuse ist hier schon montiert, der Handschutz ist montiert, der Vergaser und der Vergaserträger sind montiert. Als nächstes kommt dann aber auch noch die 100% Prüfstation, wo einfach sämtliche sicherheitskritischen Merkmale nochmal abgeprüft werden, auch Vollständigkeit geprüft werden, sodass nachher die Funktion auch gegeben ist. Schon wieder überprüft ein Computer die Arbeit des Menschen. Dazu wird die Motorsäge von allen Seiten fotografiert und die Aufnahmen binnen Bruchteilen von Sekunden abgeglichen. Eine Steuerungssoftware sitzt dahinter, die jedes Merkmal noch mal einzeln abprüft und einfach feststellt, ist jedes Teil vorhanden, ist jedes Teil an der richtigen Stelle, wurde alles richtig verbaut, sodass wir sicher gehen können, dass nachher auch alles ordnungsgemäß funktioniert. Doch die Königsdisziplin aller Computerprüfungen kommt erst noch. Kaum sind die letzten Handgriffe der Menschen in dieser Hightech-Fabrik getan, wandert jede Säge einzeln in eine spezielle Prüfbox, die eigens von der Firma entwickelt wurde. Hier startet die Säge zum ersten Mal. Dann checkt der Roboter alle Funktionen. Wird hier zum Beispiel die Kettenschnellbremse getestet, Kupplungs-Einkupplungsdrehzahlen werden hier getestet und die Maschine wird in einem gewissen Intervall gefahren, einmal warm gefahren, dann gewisse Leistungsfälle abgeprüft. Passt alles, antwortet die Säge mit einer Abfolge von Drehzahlen. Sie spielt eine Melodie. Die Motorsägen dieses deutschen Unternehmens werden in über 160 Länder verkauft. Welche Stückzahlen das Unternehmen jedoch produziert, ist streng geheim. Nach dem letzten Prüfstempel wandert sie in die Box. Allerdings noch ohne Schwert. Das kauft sich der neue Besitzer separat. Die Länge genau nach Bedürfnis. Zurück in Schleswig-Holstein. Forstunternehmer Jan Mattisen ist nicht nur Baumfäller, sondern auch Kettensägenexperte. Seine Sammlung ist inzwischen so groß geworden, dass er daraus ein Motorsägenmuseum mit 500 Exemplaren gemacht hat. In der Sammlerszene gilt der Vater von zwei Kindern längst als König der Kettensägen. Doch auch ein Monarch hat seine Lieblinge. Das ist schon wirklich einer meiner liebsten Stücke mit. Die habe ich geschenkt bekommen von jemandem und deswegen halte ich die ganz besonders in Ehren. Ist eine sehr, sehr große Fellsäge, die zwar etwas veraltet, aber noch weit in die 90er Jahre für den Export gebaut wurde. Und das ist schon ein Sahneschnittchen, ja, kann man so sagen. Vor mehr als 30 Jahren kaufte Jan Mattisen seine erste Motorsäge. Und dabei infizierte ihn der Sammelvirus. Kein Modell, keine Kuriosität, die in seinem Museum keinen Platz fände. Ja, das ist was ganz Besonderes. Das ist ein Eigenbau aus der ehemaligen DDR. Das ist ein Moped-Motor von einem Simson-Moped, wo man dann praktisch eine Schneidgarnitur angebaut hat, einen ziemlich skurrilen Auspuff konstruiert hat. Der Gashebel ist wie beim Moped richtig noch. Ja, das ist schon ein handwerkliches Kunststückchen, sag ich mal, sowas zu bauen. Die ist allerdings auch nur geeignet, um Trennschnitte zu machen. Man konnte sie nicht zur Seite kippen, weil der Vergaser eben auch nicht zum Schwenken vorgesehen ist. Seine Exponate bezieht der Liebhaber aus der ganzen Welt.
Das sind russische Motorsägen mit dem Namen Druzhba. Druzhba ist Freundschaft. Diese Sägen haben eine etwas andere Form, als wir sie so kennen. Die werden eben so festgehalten. Für einen Trennschnitt, für einen Felsschnitt konnte man die Schneidgarnitur auch kippen. Konnte man so eben Felsschnitte mitmachen. Und es gibt Firmen, die heute moderne Motorsägen sogar mit solchen Griffen ausrüsten für Osteuropa, für Russland eben. Die meisten dieser Motorsägen funktionieren. Viele hat der Sammler selbst repariert und instand gesetzt. Für die tägliche Arbeit sind die Oldtimer nicht mehr geeignet. Jan Mathiesen wirft sie deshalb in seiner Freizeit immer mal wieder an. Als Forstunternehmer hat er stets ausreichend Holz auf Lager. Ja, das ist eine Däumer CT. Das ist die größte Säge, die Däumer gebaut hat in den 60er Jahren. Besonders bei der Säge ist eben auch, dass sie einen sogenannten Dschungelgriff hat, also einen rundumlaufenden Handgriff. Und dass sie mit 8 PS und 120 Kubik auch gut motorisiert ist. Das wird man auch gleich hören. Mathiesens Oldies haben genug zu tun. Auch wenn der Sammler den Vorteil moderner Sägen nicht leugnen kann. Nur wenn du da ein bisschen mit arbeitest, dann merkst du das in den Fingern, weil die hat noch keine Antivibrationsgriffe. Hier kriegst du die Vibration noch voll auf die Finger. Und das hat den Nachteil, dass du bei längerer Benutzung dadurch Durchblutungsprobleme kriegst in den Fingern, die sogenannte Weißfingerkrankheit. Und deswegen mal so für einen Augenblick ist okay, aber nicht für lange Zeit. Dieses Phänomen kennt man auch beim weltgrößten Hersteller von Motorsägen. Auch hier gibt es eine eigene Forschungsabteilung zur Untersuchung von Vibrationen. Also ein paar Bilder gesehen von der Weißfingerkrankheit. Also sieht das so schlimm aus. Die Finger sind dann mehr unförmig und farblos. Man kann sich auch nicht mehr richtig bewegen. Und da wird der Weilarbeiter natürlich arbeitslos. Und das kam nachweislich von den Vibrationen. Weil früher die ersten Motorsägen waren ohne Antivibrationssystem. Da haben wir die Vibration direkt vom Motor direkt in die Hand gekriegt. Ende der 70er Jahre bekam man das Problem schließlich unter Kontrolle. Mit besonderen Griffen, die die Schwingungen abmildern. Heute sind diese Antivibrationsgriffe weltweit bei jedem Hersteller verbaut. Trotzdem forschen die Produzenten weiter nach besseren, noch effektiveren Lösungen. Dabei gab es die eigentlich schon in den 70ern. Einfach einen Verbrennungsmotor verwenden, der kaum Vibrationen erzeugt. Hier handelt es sich um einen Wankelmotor, einen Kreiskolbenmotor. Eine ganz, ganz tolle Entwicklung gewesen, gab es ja auch in Autos und sowas, aber war alles der Zeit voraus. Im Wankelmotor bewegt sich der Kolben nicht auf und ab, sondern er dreht sich im Kreis. Die Säge hört sich komisch an, vibriert aber viel weniger. Und dann gibt es da noch dieses 19-Kilo-Monster. Das ist jetzt eine alte Stihl BL. Die erste Einmannsäge, die Stihl gebaut hat, hier muss ich das Starterseil jetzt so umlegen, um sie dann starten zu können. Die hat also noch keinen Revisionsstart. Und mal gucken. Ja, die springt unheimlich gut an. Großvolumiger Motor mit 125 Kubik. Intakte Zündung, ein Tropfen Sprit, sag ich ja, und mit dem Starterseil. Und schon läuft das gute Stück. Und zwar gar nicht mal so schlecht. Obwohl das Design der Maschine inzwischen natürlich völlig überholt ist. Theoretisch dürfte man mit so einer Säge heute auch noch arbeiten. Aber erfüllt natürlich nicht die sicherheitstechnischen Einrichtungen, die die modernen Sägen haben. Wie zum Beispiel hier bei dieser Maschine, die eben auch eine Kettenbremse hat. Und mit diesem Auslösehebel, der hier an der Säge ist, löst die Maschine dann aus in dem Moment, wenn sie mir entgegenspringt und ich mit meinem Handgelenk oder mit meinem Handballen hier oben gegenkomme und dann die Bremse auslöse. Und das passiert in Bruchteilen von Sekunden. Konkret sieht das so aus. Die Kette steht. Das ist Ende 60, Anfang 70 entwickelt worden. Und das ist eine wirklich sehr, sehr gute Sache, weil es gab früher wirklich viele Verletzungen durch diesen Kickback-Effekt. Jan Mathiesen ist in der ganzen Motorsägen-Sammlerszene bekannt. Seine Sammlung wächst stetig weiter. Denn der Sammelkönig ist immer auf der Suche nach weiteren Exponaten. Inzwischen melden sich sogar Leute mit Dachbodenfunden oder Scheunenentdeckungen bei ihm. Also dadurch, dass ich eben
auch gelegentlich mal in der Zeitung war mit meiner Sammlung und auch auf Oldtimer-Veranstaltungen meine Sägen ausstelle und den Leuten eben zeige, dass es jemanden gibt, der sowas sammelt, kommt das eben öfter mal vor, dass mich Leute anrufen und sagen, die haben halt was gefunden und ob ich Interesse hätte. Und dann sage ich immer, ich komme vorbei und gucke mir das an. Der Motorsägen-Fan weiß noch nicht, was ihn heute erwartet. Ich habe nur gehört, dass die Frau, die mich da angerufen hat, eben eine alte Motorsäge gefunden hat und dass sie gelb sein soll und mehr weiß ich nicht. Anhand der Farbe kann ich schon grob schlussfolgern, von welcher Marke das sein könnte, aber eben ganz genau weiß ich das nicht. Das weiß man halt nie. Mathiesen kauft grundsätzlich nicht im Internet, sondern nur direkt vor Ort. Die Anfahrten nimmt er gerne in Kauf. Ihm wird inzwischen nachgesagt, er kenne jede Kettensäge in der Region persönlich. Allerdings tauchen immer wieder neue Modelle auf. Hallo? Moin. Moin. Wir hatten telefoniert wegen der alten Säge. Na, Martin. Ja. Moin. Guten Morgen. Moin. Moin. Hallo, moin. Ja, ich habe hier bei den Holzschuppen habe ich eine Säge gefunden und ich hatte über ihr Motorsägenmuseum gelesen und gedacht, vielleicht wäre das ja was für Sie. Ja. Die Familie hat das Haus erst vor kurzem gekauft. Hier hat ein älterer Herr gewohnt, der auch im Forst wohl tätig war. Okay. Und wir haben hier ein Holz rumgewühlt und wollten es eigentlich ein bisschen aufstapeln. Und hier ist nun dieser Schatz. Okay. Ja, also ich würde mal sagen, das ist eine alte Partner. Eine Partner C6 wahrscheinlich, irgendwie sowas, ja. Die ist so frühe 50er Jahre. Sehr interessant. Ist auch fast komplett, fehlen nur, was ich jetzt so sehen kann, so der Luftfilterdeckel fehlt. Aber sonst, da ist auch noch eine Schiene. Genau, die lag da auch. Ja, die Säge ist besonders, weil es eben eine sehr alte Säge ist, Anfang 50er Jahre. Und die ist nicht für in Deutschland kaum vertrieben worden. Ich denke mal, dass sie eher aus Skandinavien mal mit hier nach Deutschland gebracht wurde. Weil ich wüsste nicht, dass in Deutschland jemand diese Sägen verkauft hat. Also für Deutschland auf alle Fälle eine recht seltene Säge. Mathiesen bringt den gehobenen Schatz ans Sonnenlicht. Die Oldtimer-Säge ist dreckig und verkrustet. Wahrscheinlich hat sie Jahrzehnte im Schuppen gelegen. Immerhin lassen sich die Gelenke noch bewegen. Was würden Sie sich denn so vorstellen, so preislich, wenn Sie die verkaufen wollen? Oder wollen Sie die überhaupt verkaufen? Also eigentlich würde ich die nicht verkaufen wollen, dadurch, dass wir hier irgendwie fast nur mit Holz heizen und ich auch weiß, dass sie im Forst tätig sind. Vielleicht können wir da eine Ladung Feuerholz oder irgendwas für machen. Ja, sowas wäre auch durchaus möglich. Die ausstellen und ja. Wir kriegen dafür irgendwie eine Ladung Winterfeuerholz. Ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Das hört sich gut an. Ja? Ja. Ja, dann wünsche ich viel Spaß damit. Ja, danke. Und ich werde mal gucken, dass ich mit den Mädels mal längst komme ins Museum. Ja, gerne. Schauen Sie doch mal vorbei. Und mit dem Holz, da melde ich mich dann. Alles klar. Wunderbar. Super. Ich gebe die Linke, die kommt von Herzen. Prima. Alles klar. Schönen Tschüss. Dank. Tschüss. Die Rarität von 1956 würde im reparierten Zustand mindestens 800 Euro kosten. Die sind zum Beispiel bei eBay auch nicht so häufig. Und ich bin auch nicht jemand, der im Internet kauft. Ich kaufe lieber persönlich mit den Leuten. Höre dann manchmal auch noch eine Geschichte zu der Maschine. Und von daher ist das immer der schönere Kontakt. Zu Hause brennt Jan Mathiesen darauf, die Maschine auszuprobieren. Erst hier wird sich herausstellen, ob er einen Haufen Schrott oder aber ein Kleinod erbeutet hat, bei dessen Knattersound seine Sammlerkollegen vor Neid erblassen werden. Er wird lange gestanden haben. Die liegen so mit 4 PS und 100 Kubikzentimeter sind die ungefähr ausgestattet. Sind eine sehr schwere Maschine, aber die macht einen sehr, sehr manierlichen Eindruck. Ich denke mal, dass man die auch mit einigen Handgriffen wieder zum Leben erwecken kann. Die Technik, besonders die von alten Motorsägen, ist simpel und zumindest theoretisch leicht zu reparieren, wenn man die richtigen Ersatzteile hat. Der Starter erzeugt zumindest schon mal einen Zündfunken. Und die passenden Ersatzteile sind auch schnell gefunden. Ach, guck mal hier, Luftfilter. Und auf dem Getriebe ist noch ein Deckel drauf. Ja, genau, das sind Teileträger. Da kann man den fehlenden Öldeckel ersetzen zum Beispiel. Der passt. Das sind häufig immer dieselben Teile, die fehlen. Immer die Teile, die leicht abzuschrauben gehen.
gehen dann über die Zeit verloren. Beziehungsweise so Kunststoff- oder Gummideckel werden häufig auch von Mäusen komplett weggefressen. Und ganz häufig auch an den pflanzlichen Kettenölen. Bei moderneren Sägen habe ich das auch schon oft gehabt, dass jemand kam und sagte, seine Säge ist kaputt, weil das Öl rausläuft. Und dann konntest du richtig sehen, dass der Öltank abgefressen war. Das schwedische Unternehmen aus den 50ern ist inzwischen vom Markt verschwunden. Die wenigen verbliebenen Exemplare sind unter Sammlern heiß begehrt. Denn die skandinavische Technik aus den 50ern gilt als unverwüstlich. Schließlich wurden sie für extrem kaltes Wetter gebaut. Man kann eigentlich sagen, bei den alten Maschinen, sobald du noch einen Zündfunken hast und irgendwie noch einen Schluck Benzin irgendwie in dem System ist, hast du meistens die Chance, dass sie zumindest noch laufen. Ob sie gut laufen, ist eine andere Sache, aber zumindest, dass sie irgendwie welche Geräusche von sich geben. Ja, dann würde ich sagen, nehmen wir die mal mit raus, kippen da noch mal ein bisschen Benzin rein. Ein Rest scheint da noch drin zu sein, aber viel ist es nicht. Und vor allem weiß keiner, wie alt es ist. Für den Sammler ist der Moment der Wahrheit gekommen. Jede Maschine erzählt eine Geschichte. Diese alte Schwedensäge basiert auf einem Design aus Deutschland. Aber in den 50er Jahren wollten Schweden und Norweger keine Technik aus Deutschland importieren. Stattdessen entwickelten sie eigene Modelle auf der Basis bekannter Konstruktionen. Der Oldtimer hat Startschwierigkeiten. Das wird das Problem sein, dass der Kraftstoff nicht durchläuft, weil irgendwas verstopft ist. Ein paar Handgriffe bringen den Sprit zum Fließen. Und tatsächlich, das uralte Teil funktioniert. Hat ein Stück Arbeit. Naja, aber sie läuft. Das ist ja schon mal eine gute Sache. Ich freue mich. Mit wenigen Handgriffen komplettieren können und zum Laufen gebracht. Das ist doch super. Schönes Stück für meine Sammlung. Kettensägensammler und Forstwirt Jan Mattisen ist damit stolzer Aussteller von 500 und einer Kettensäge. Zurück bei der Deutschen Meisterschaft der Sportholzfäller. Das hier hat mit Arbeiten im Forst nichts zu tun. Hier geht es rein um den Spaß am Sägen. Favorit Robert Ebner tritt gegen 9 weitere Athleten an. Darunter Titelverteidiger Dirk Braun und Neuling Stefan Odwarka. Alle hier sind echte Profis an der Motorsäge. Die Vorbereitungen für die Königsdisziplin laufen bereits. Bei der sogenannten Hot Saw kommen ausschließlich Spezialanfertigungen zum Einsatz. Getunte Motorsägen mit bis zu 70 PS. Es kommt ab und an mal vor bei solch hohen Kettengeschwindigkeiten, dass die Kette runterspringt und die sollte dann maximal 1-2 Meter fliegen und dann haben wir da die Plexiglasscheibe. Ja. Im Umgang mit der Hot Saw ist kaum etwas vorhersehbar. Diese Disziplin mit ihren eigenen Sägen, man weiß immer nie, was passiert, geht die Säge an, geht sie nicht an, springt die Kette runter, funktioniert alles, ist der andere Sportler besser, also jetzt geht's richtig ab. Echte Kerle und wahre Höllenmaschinen. Mehr Testosteron, das geht kaum. Und auch der Geräuschpegel ist nichts für Zartbeseitete. Mit bis zu 130 Dezibel rattern die getunten Motorsägen lauter als die meisten Motorräder. Auch Stefan Odwarkas Motorsäge ist eine Einzelanfertigung und damit alles andere als eine gewöhnliche Waldarbeitersäge. Alle Teile kommen aus dem Rennsport. Wir haben hier einen offenen Sportluftfilter, wir haben hier eine spezielle Zündanlage, wir haben eine selbstgebaute Abgasanlage, die auf den Motor abgestimmt ist. In den Hot Saw Motorsägen steckt viel Arbeit und Liebe zum Detail. Als Kfz-Mechanikermeister legt Odwarka bei seiner Maschine selbst Hand an, um das Bestmögliche an Leistung herauszuholen. Die Kettensäge soll jetzt zeigen, was sie kann. Denn aktuell liegt Stefan Odwarka in der Platzierung ganz hinten. Ich gehe jetzt Vollgas. Vollgas heißt, klar, im Schnitt gibt jeder Vollgas, aber beim Umsetzen nehmen viele das Gas weg, um sicher
umzusetzen und geben dann wieder Gas und gehen den Schnitt. Und ich bleibe drauf und versuche das in einem durchzumachen. Spar Zeit. Aber ist riskanter, weil die Säge dann unruhig wird. Ob sich dieses Risiko auszahlt? Der 32-Jährige zählt unter den Athleten eher zu den Anfängern. Heute will er beweisen, dass er Potenzial hat. Bei der Disziplin Hot Saw müssen die Sportler 3 möglichst gleichmäßige Scheiben vom Stamm abschneiden. Insgesamt maximal 15 cm. Dabei sind Kraft und Konzentration gleichermaßen gefragt. Der Konkurrent hat bereits fertig gesägt und Stefan Odwarkas Säge ist immer noch nicht angesprungen. Für den Neuling heute leider kein erfolgreicher Schnitt. Die Enttäuschung ist groß. Aber die selbstgebauten Motorsägen sind eben oft unberechenbar. Hat so leider wieder kein Glück gehabt. Säge angezogen, ist nicht angesprungen. Habe Startseil nochmal aufwickeln müssen, nochmal anziehen müssen. Meine 3 Schnitte gemacht, die waren super. Aber eben, weil die Säge nicht ansprang, habe ich Zeit verloren, habe ich nur 2 Punkte jetzt bekommen. Das hier ist kein Krisengebiet. Es ist das Bundestrainingsgelände des Technischen Hilfswerks in Baden-Württemberg. Aus der ganzen Republik kommen Helfer hierher und üben den Katastrophenfall. Das Gelände dient dazu, dass wir bei den Übungen, die wir mit den Lehrgangsteilnehmern führen, sagen können, hier ist ein realistisches Szenario, entweder Erdbeben oder Gasexplosion, und man nicht eine plane Fläche hat, wo man sagen muss, stellen Sie sich vor, hier wäre dies oder jenes. Denn immer wieder ist das THW weltweit unterwegs und rettet Verschüttete. Dazu hat die Organisation spezielle Werkzeuge, unter anderem diese Rettungssäge. Ich habe eine spezielle Kette drauf. Ich kann spezielle Materialien sägen, Panzerglas zum Beispiel, Stahl und so weiter, kann ich bis zu bestimmten Größen, Nagel kann ich ganz einfach durchtrennen. Und in dem Fall kann ich hier eine Schnitttiefe vordefinieren und dann komme ich einfach nicht zu tief ins Material rein und kann nur also mein Material durchtrennen, ohne dass ich dahinter was verletze. Heute testet das Team eine neue Säge in Extremsituationen. Das fiktive Szenario ist ein havarierter ICE-Personenzug. Die Insassen sind eingeklemmt. Das Team des THW legt sich Schutzkleidung und Mundschutz an. Denn in der Übung sollen sie sich den Zugang durch Hindernisse aus Panzerglas schneiden. Ja, Panzerglas gehört mit zu den kompliziertesten Dingen beim Schneiden. Man findet es auch im Einsatz nicht so häufig, aber gerade zum Beispiel bei Eisenbahnzügen, ICE-Fensterscheiben oder ähnliches haben eine ähnliche Härte. Dabei entstehen eine Menge Glassplitter und auch Glasstaub. Deshalb tragen wir eine zusätzliche Schutzbrille und die Schutzmaske, damit eben die Splitter nicht in die Augen bzw. in die Atemwege gelangen. ICEs haben Spezialglasscheiben, die die enormen Druckunterschiede beim Einfahren in Tunnel überstehen müssen. Wie beim Panzerglas besteht die Scheibe aus mehreren Glasschichten, zwischen denen Sicherheitsfolien liegen. Diese schützen vor Druckunterschieden wie auch Beschuss oder Explosionen. Langsam fräst sich die 6 PS Monstersäge durch das Panzerglas. Die Spezialkette der Säge besteht aus Hartmetall, hergestellt in der Schweiz. Im Werk wird sie mit Diamanten scharf geschliffen. Sägefähige Materialien, alles. Ob Einstiegsloch für Helfer oder Rauchabzug bei Bränden, diese Säge darf niemals aufgeben, sonst sterben eventuell Menschen. Eine Rettungssäge fehlt daher in keiner THW-Katastrophenausstattung. Schön geschnitten. Die Ecke ist einwandfrei rausgeschnitten. Man sieht hier Abplatzungen vom Glas durch die gewaltigen Kräfte, die da bei dem Sägen auftreten. Und wenn man sich das Stück anguckt und wirft dann eventuell auch mal einen Blick auf die Sägekette, dann stellt man fest, also so gute 2, 2,5 laufende Meter sollte man mit der Kette schaffen, aber dann ist er auch an der Verschleißgrenze angekommen. Das heißt, dann bräuchte man eine neue Kette. Im Regelfall kann man die nicht mehr nachschleifen, weil da so hohe Kräfte wirken, dass auch einzelne Zähne wegfliegen können. Das heißt, wenn die Kette wirklich die Verschleißgrenze erreicht hat, dann ist eine neue. Szenario 2. Ein Erdbeben.
eingeschlossene Menschen in den Ruinen. Das Team der THW-Spezialisten setzt die Rettungssäge an den Mauersteinen an. Die Rettungssäge ist eben wirklich ein Allround-Gerät in dem Fall. Nicht dafür gedacht, aber es funktioniert. Der Einsatzgrund könnten unzugängliche Trümmerfelder sein, bei denen den Helfern nur wenige Werkzeuge bei der Arbeit zur Verfügung stehen. Wie zum Beispiel 2015 beim Erdbeben in Nepal. Dort wurden innerhalb von Minuten mehr als 20.000 Menschen verschüttet, Infrastruktur aus Jahrzehnten zerstört. Das deutsche THW war monatelang vor Ort. Mit der Rettungsmotorsäge können Teams Löcher ins Mauerwerk sägen, um ins Innere zu kommen, Verschüttete zu versorgen oder einfach Luft an die Eingeschlossenen zu bringen. Ja, wir haben ein gutes Schnittergebnis. Man sieht, sauber durchtrennt. Also für einen Notfall, um wirklich jetzt schnell reinzukommen, wenn man kein anderes brauchbares Werkzeug dabei hat, durchaus eine Alternative. Die teure Spezialkette ist dabei allerdings endgültig draufgegangen. Also die Kette ist nach so einer Extrembelastung mit dem Staub jetzt natürlich hinüber. Also das ist dann wirklich Wegwerfartikel. Aber im Einsatzfall bei Rettung von Menschenleben ist es einfach so. Denn schon morgen könnte das technische Hilfswerk in Deutschland oder in aller Welt wieder im Einsatz sein. Morgens 8 Uhr in Schleswig-Holstein. Baumfäller und Kettensägensammler Jan Mathiesen soll heute eine Eiche fällen, die eine Landstraße bedroht. Ja, die Schwierigkeit ist eigentlich nur die, dass wir den Baum fällen müssen, dass er nicht auf die Straße fällt. Das werden wir mit Zuhilfenahme der Seilwinde machen. Und ich suche jetzt einfach nur einen Festpunkt, wo wir eine Umlenkrolle anschlagen können, damit wir ihn eben so fällen können, dass er ja, im Prinzip parallel zur Straße fällt. Hier ist immer ein Teil der Krone abgebrochen. Das war ja eine vergabelte Eiche. Und das ist einfach mit der Standsicherheit so ein bisschen fraglich. Weil wenn der Baum aufgeplatzt ist und so, dann können da natürlich auch sehr schnell Pilze drin wachsen, die den Baum dann schwächen. Und das könnte Menschenleben gefährden. Der Besitzer des Grundstücks haftet für den Baumbestand. Für Schäden an der Straße oder sogar an Menschen wäre er verantwortlich. Die Eiche hat daher eine Zukunft als Brennholz. Ja, da zwischendurch, genau. Und dann dahin an die Eiche ran, die zweite. Vor der Erle schon, ne, hier. Vor dem ersten Baum. Genau. Auch wenn diese Werkzeuge bei der Arbeit eine zentrale Rolle spielen, ist es doch ein anderes Gerät, das seine Leidenschaft weckt. Auch heute hat er wieder eine seiner Sägen-Oldtimer dabei. Ein Schmuckstück aus den 80ern. Das ist eine 71-Kubik-Säge mit knapp über 5 PS. An der Wumme mache ich besonders gerne, dass sie sehr zuverlässig ist, dass sie sehr gut läuft. Ist eben ein zuverlässiger Arbeitskollege. Zuerst entfernt er die Äste, um den Stamm freizulegen. Anschließend schneidet er einen Fallkeil in den Baum. Der soll die Fallrichtung vorgeben. Der Fallkeil ist jetzt in diese Richtung, Zugrichtung ist da. Und jetzt wollen wir den Baum in die oder die Hälfte von dem Baum in die Richtung fällen. Zumindest theoretisch. Ein letzter Blick, ob die Straße auch wirklich frei ist. Gut. Die alte Eiche fällt wie geplant. Die Landstraße ist in Sicherheit. Das Team ist zufrieden. Alles gut. Genauso gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und das mit Hilfe einer alten schwedischen Säge aus den goldenen 80ern. Zurück bei den Sportholzfällern. Kurz vor dem Entscheidungskampf liebkost Dirk Braun seine Rennsäge. Meine Holzsau ist mein Baby. Pflege ich fast genauso gut wie meine Frau. Nicht ganz so gut, aber fast so gut. Um das Baby von Konkurrent Robert Ebner kümmert sich Ingenieur Jörg Bläsi.
Die Hotzer ist der Formel-1-Bolide des Holzsportfahrers. Also man muss schon sehen, man nimmt da 65, 70 PS-Maschinen in die Hand auf. Das ist ein Kleinwagen und da ist vollste Konzentration erbracht, damit man hier Sägenführer bleibt und nicht die Säge mit einem macht, was er will. Die von Jörg Bläsi entwickelte Säge ist selbst unter den Hotzers ein ganz besonderes Exemplar. Also wir sind weltweit die Einzigen, die mit einem Wankelmotor arbeiten, einem Kreiskolbenmotor im Vergleich zum Hubkolbenmotor. Die Maschine ist wahnsinnig vibrationsarm, sehr weich. Dadurch lässt sie sich besser kontrollieren, weicher schneiden und somit ist sie auch schneller im Holz. Die Technik stimmt schon mal. Jetzt muss nur noch der Mensch mitspielen. Ich hoffe einfach nur das Beste, dass ich einen schnellen Schnitt mache. Und dann sehen wir einfach weiter. Und ja, jetzt liegt es nur noch an mir. Die Chancen stehen gut für Robert Ebner. Der 31-Jährige befindet sich aktuell auf Platz 1. 2012 war er zuletzt deutscher Meister, 2010 sogar Vizemeister. Knapp hinter ihm Dirk Braun. Es ist immer noch ein Punkt Rückstand auf Robert, ist nicht wirklich viel, aber Hotzo ist er jetzt auch stark und das war früher mein Steckenpferd und jetzt wird das richtig eng und wir müssen jetzt beide volles Risiko gehen, weil er weiß, dass ich gut schneide, er weiß, dass ich gut schneide und dass er gut schneidet, weiß ich auch und somit ja, wird das jetzt eine enge Geschichte gehen. Den aktuellen Hotzo-Weltrekord hat Robert Ebner vor wenigen Wochen aufgestellt, 5,23 Sekunden. Doch der amtierende deutsche Meister Dirk Braun bringt viel Erfahrung und Nervenstärke mit. Zwei moderne Gladiatoren, die ihre Motorsägen wie Schwerter auf die Bühne tragen. Timber Sports, das ist für beide ein Lebensgefühl. Und das Hotzor-Duell insbesondere. Adrenalin pur. Stehen wir mal einen Riesenapplaus mit Aufstellung 1. Robert Ebner! Höchste Konzentration ist jetzt gefragt. Beide Sportler wollen dasselbe, deutscher Meister werden. Komma 66 Sekunden braucht Ebner für den Schnitt, gut 2 Sekunden über der Bestzeit. Mit 5,2 Sekunden liegt Dirk Braun eindeutig vorne und ist damit zum 8. Mal deutscher Meister. World Record. World. New German Record. World. World Record. Das ist World Record. World Record. World. 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 Oh. Ladies and Gentlemen. Robert Ebner muss es wissen, denn bis vor wenigen Sekunden war er noch Weltrekordhalter. Der undankbare zweite Platz, für den ehrgeizigen 31-Jährigen ganz klar eine Enttäuschung. Jetzt bin ich meinen Weltrekord los und habe noch die deutsche Meisterschaft gegeigt. Das ist jetzt die vierte deutsche Meisterschaft, wo ich mit der Hotzo gegeigt. Ich wusste den auch. Für die starke Leistung darf sich heute Lokalmatador Dirk Braun feiern lassen. Doch schon morgen geht es weiter mit dem Training. Denn als nächstes findet die Weltmeisterschaft statt. Dann wartet die internationale Konkurrenz.